Dann durchsuchen wir doch nochmal die Räume hier. Jetzt mit unserem abgedateten Omni-Tool. Ich bin bei solchen Spielen einfach auch immer viel zu forsch. Ich habe da nicht die Geduld, da komplett durchzusneaken. Öffnen kann ich sie trotzdem noch nicht. Aber jetzt kann ich hier vielleicht weiter. Okay. Ach, wir sind unter Wasser. Ja. Damit hatte ich jetzt nicht so wirklich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also wie gesagt, ich hatte mich ja noch nicht wirklich über das Spiel informiert. Okay, jetzt haben wir wohl irgendwas über die Amy oder von der Amy gehört, dass sie hier jahrelang gearbeitet haben. Und dass Maschinen infiltriert wurden. Oder die Maschinen quasi infiziert und dadurch die Abteilung Y infiltriert wurde. Da denkt man, man hat einen Werkzeugchip gefunden, der dann vielleicht irgendwie einen Laser oder irgendwas beinhaltet, womit man die Dinger aufmachen kann. Oh. Scheiße, ey. Ja, das hat es jetzt auch nicht wirklich gebracht. Was bewegt sich da denn, Mann? Oh! Ja, da ist auch Strom. Ah, ich soll hier bleiben, okay. Möchte ich nicht. Du anstatt mir. Nee, 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 nee. Ich bleibe nicht hier. Hier gebe ich die Brief und Siegel. Keine gute Idee, keine gute Idee. Oh. What was that? Doesn't hurt anymore. Oh. Ja, also hier ist dann wieder so ein Maschinengebilde. Oh Gott. Die Scheißdinger erinnern mich ja immer an Dead Space. Also so Kriegssituation. Oh, hier hat's kurz gehakelt. Eieiei. Weil normalerweise bei solchen Sachen, sowas kommt dann bestimmt noch 100 Mal vor. Und boah.
Okay, ich habe nichts gesagt. Also eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass dann beim vorletzten oder so die Tatsache, dass dann erst was passiert und man sich dann schon sicher ist, ah, da passiert nichts mehr. Genauso wie bei Dead Space mit dem scheiß Fahrstuhl. Ich habe mich fast eingenässt. Man weiß genau, da könnte was kommen, da könnte was kommen. Und dann, ja, nö, passiert ja nichts. Ah, ist jetzt 98 Mal gut gegangen, ja. Da wird es beim 99. und beim 100. Mal auch noch gut gehen, ja. Nee, ist nicht. Aber das wollen wir ja eigentlich auch, dass man sich erschreckt. Gerade das ist ja das Schöne. Finde ich zumindest. Also ich erschrecke mich echt gerne. Nur diese Umgebung ist mir trotzdem unbehaglich. Also es ist irgendwie, ja, seltsam. Es ist, als würde man sich selber Schmerzen zufügen. Da stehe ich übrigens gar nicht drauf. Na, hier kann ich durch. Oh. Station Control. Ich hätte auch gerne so einen Schutzanzug. Weil ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt. Vielleicht habe ich auch einen an. Einen Spiegel hätte ich auch gerne. Das ist auch so eine halb abgefuckte Maschine. Das kann ich bestimmt irgendwo anschließen. Hey, can you hear me? Ich weiß nur nicht wo. Also sonst im Leben weiß ich wohl wohin mit dem Rüssel, aber hier jetzt gerade nicht. Ach. Ja, Entschuldigung. Aber ich muss zusehen, dass ich hier irgendwie lebend wieder rauskomme. Oh, da ist ein Zettel. Auf keinen Fall das Strukturgel Leck berühren. Sein Effekt auf die WAU kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Wallcheck gemeldet. Okay. Ist das wohl das Strukturgel, was ich nicht berühren soll? Ich weiß es nicht. Ich werde es bestimmt noch erfahren, ob es hier irgendwo ein anderes Leck gibt, was damit gemeint sein könnte. Station Control. Komme ich so jetzt auch nicht rein? Oder muss ich da einfach nochmal drauf drücken? Nee. Funksignal blockiert. Zu wenig Strom. Aber mit diesen Rüsseln kann ich doch bestimmt irgendwas anfangen. Oder auch nicht. Was war das? Da ist so eine Tür aufgegangen. Ah. Ich muss jetzt bestimmt wieder zurück. Und dann sind die anderen Wege freigeschaltet. Hoffe ich mal. Und ich sag's ja, man muss hier noch öfter durch. Und ich würde fast mein Erspartes draufsetzen. Gut, das ist momentan nicht ganz so viel, aber dass hier irgendwann nochmal in so einem Schacht richtig was passiert. Der ist noch rot. Leider kann ich mich hier auch nicht schnell vorwärts bewegen. In dem Schacht.
Der ist auch noch rot. Da hinten komme ich her. Was hat das denn dann wohl gebracht, hier drin rumzuklettern? Beziehungsweise da hinten auch die Rüssel rauszuziehen. Vielleicht muss ich auch wieder zurück. Also das ist jetzt ein bisschen langwierig hier mit dem Klettern. Finde ich. Scheiße. Jetzt habe ich mir auch noch komplett verlaufen, oder was? Ich dachte, hier komme ich her. Aber die Rohrverlegung ist auch irgendwie merkwürdig. Ach nee, Quatsch. Ich dachte, das hier würde das so lang laufen. Das wäre ja quasi totaler Schwachsinn. Ein Lehrling gemacht oder so. Hier drücken kann ich aber auch nichts an den Computer. Dann muss ich in dem anderen Raum noch irgendwas erledigen. Jetzt bin ich... Scheiße. 4 Ein- und Ausgänge gibt's. Und ich finde nicht einen. Also den Ausgang. Doch. Aber da komme ich... Das ist der mit dem komischen Viech in der Mitte. Mit den Rüsseln. Ja. Hey, überall steht hier was von Pathos und... Den Zettel habe ich schon gelesen. Also ich weiß absolut nicht, was ich machen muss. Das dann noch für Tentakeln. Ach ja. Oh Gott. Turbinen. Okay, 3600 Umdrehungen pro Minute. Hauptstromversorgung online. Komm-System aufschließen. Das so gut war. Eieiei. Ja, das lässt sich nur herausfinden, indem man auch nachguckt, aber ich komme auch wieder hin. What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Ja, scheiße. Vielleicht hätte ich mir das Headset auch einfach aufsetzen sollen. Gut, wir müssen auf jeden Fall schon mal die Treppe hoch. Oh, was ist hier bloß passiert? Druck 2,017 bar. Sauerstoff nicht verfügbar.
Stationsdiagnose nicht verfügbar. Stromversorgung wiederhergestellt, erfasste Ausfallzeit 143 Tage, 11 Stunden und 37 Minuten. Okay. Das ist ja schon eine beachtliche Zeit. Hier kann ich auch ein bisschen laut sein, denke ich zumindest, weil High Pressure Steam. Oh. Dampfdruckleitung. Komme ich da rüber gesprungen? Boah. Ja gut, ich hätte die Leiter nehmen sollen. Oh, fuck. Oh, scheiße, da ist was. Was zur Hölle? Scheiße, 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 scheiße. Ja, ich habe nicht viel Zeit. Boah. Boah, das ist scheiße. Wie kommen wir komplett hinterher? Warum gehst du nicht auf? Bisschen Hilfe. Oh. Ich bin safe. Hoffe ich.